ja, seltsamen Titel Webentwicklung am Beispiel von Microframeworks. Mir ist an dem Moment nichts Besseres eingefallen. Worum es eigentlich geht, ist, wir wollen uns mal anschauen, wie Webentwicklung so auf einer relativ tiefen Ebene funktioniert. Die meisten Leute kennen das, kennen Webentwicklung so, sie machen halt irgendwie ihr Django Create Project und dann fallen ihnen da 3 Millionen Dateien entgegen und dann wissen sie, sie müssen irgendwie in Init und in Roots irgendwas ändern und dann steht da Hello World. Und das ist das, was wir uns eigentlich gerne anschauen möchten, was steckt da eigentlich dahinter? Und was hinter dieser ganzen Webgeschichte steckt, ist natürlich HTTP, da einmal das RFC verlinkt. Und wir wollen uns einmal kurz anschauen, wie sieht eigentlich HTTP so aus? Was passiert an dieser Stelle? Machen wir mal den altbekannten Telnet auf und reden mal eine Runde mit Google.de. Und einer dieser wunderbaren HTTP-Befehle ist halt GET, was heißt, hole mir irgendwas ab. Und was wollen wir uns abholen? Wir wollen uns google.com, google.com/search und wir suchen nach Cookies und sagen dem Server noch, dem HTTP-Server von Google noch, dass wir HTTP-Version 1.1 sprechen. Was wir dann zurückkriegen ist nichts und ja, dann das hier. Das da oben ist einfach HTTP-Request und GET-Request. Und drunter sehen wir die Response, die wir da bekommen. Response-Code ist 301, das heißt Move Permanently. Was heißt, das sind nicht die Yetis, die du suchst, das sind die anderen. Und das Ding sagt uns halt, guck mal unter www.google.com, search nach deinen Cookies und nicht irgendwo da, wo wir gerade sind. Dann gibt es einem noch hier ein bisschen HTML mit. Dann gibt es hier einen Content-Type, das ist auch so ein ganz interessantes Feld. Was schickt das Ding uns? Es schickt uns in diesem Fall Text in der Geschmacksrichtung HTML. In welchem Character-Set schickt es uns das? UTF-8. Bis wann ist das valide? Das ist zum Beispiel, wie lange darf man das cachen? In diesem Fall bis zum 12. Juli. Gibt ein Max-Age. Und so weiter und so fort. Diese ganzen Felder. Das sehen wir später nochmal wieder, wenn wir uns ein paar Microframeworks anschauen. Weil was sie eigentlich tun, ist, die nehmen halt diese Response bzw. den Request und verwursten das in ein Objekt in der Programmiersprache, in der sie eben gerade geschrieben sind. So, also Google sagte uns, schau doch mal nicht hier nach, schau mal danach. Das ist jetzt einmal www.google.com. Und was wir jetzt kriegen, ist eine große Menge HTML. Das sieht dann so aus. Das kann niemand lesen, das will auch niemand lesen. Das ist dazu da, dass es eben von dem Browser interpretiert wird. Aber das ist die Ebene, auf der unser Browser eben mit dem Google Web Server einfach redet. Es sagt, GET gibt mir mal diese Seite und dann kriegt es diesen Schmodder zurück und dann versucht es da irgendwie eine Seite draus zu rendern. So. Damit können wir programmieren, das heißt, wir können irgendwie ein Tool schreiben, was HTTP interpretiert und wenn halt die angefragte Location irgendwie irgendwas ist, dann gibt er halt sowas zurück. Das nennt sich dann ein Webserver. Das ist genau das, was ein Webserver tut. Die spannende Frage ist, vielleicht nochmal kurz zur Definition, wie definiere ich eine Webapplikation? Das ist relativ breit. Ist irgendetwas, was ein HTTP-Request annimmt und eine HTTP-Response irgendwie rauswirft. Da werden wir gleich sehen, wie man sowas relativ einfach selber machen kann. Warum man das nicht die ganze Zeit selber machen will, ist auch einfach, weil es einfach viel zu viel Arbeit. Es gab früher eine Zeit lang, wo ja, im Prinzip große Web-Frameworks gefragt waren. Das war so die Zeit, glaube ich, als Ruby on Rails ganz hip war. Weiß jemand noch, was war so die Technologie der Zeit? Es kam dann irgendwie Rails, was war vorher? PHP, ja natürlich PHP, stimmt. Es war irgendwie PHP, CGI, natürlich, diesen ganzen Kram. Und dann ist irgendjemand mal auf die Idee gekommen und hat gesagt, wir machen jetzt mal Rails, wir machen jetzt mal ein Web-Framework, wo nicht jeder irgendwie mit PHP-Seiten sich seinen Kram selber zusammenlöten muss, sondern wir geben dem Ganzen jetzt eine Struktur. PHP Nuke. Was war PHP Nuke? Das war so ein Framework für PHP, was maßgeblich dafür bekannt war, dass es kaputt war und Sicherheitslücken mitbrachte. Ist das nicht aber, reicht da nicht aber die ersten drei Buchstaben von PHP Nuke, um das auch schon darzustellen? Ja, nee, das macht es besser.
Das macht es noch das besser. Das macht es noch besser, ja. Noch besser, sehr schön. Also es war so die Zeit, als das Web noch jung war und die ganzen PHP-Programmierer ihren Code noch am besten direkt in die Seiten integriert haben, damit es irgendwas tut. Dann hat sich mal jemand überlegt, na, wir können das irgendwie netter machen und hat Rails entwickelt. Das war dann ein sogenanntes Continuation-basiertes Web-Framework. Das heißt, man hat, nennen wir es mal, einfache Web-Workflows auf der Webseite. So, ich logge mich ein, ich gucke mir ein Produkt an, ich werfe das Ganze in meinen Einkaufskorb und check mich dann aus. Ui. Ich weiß nicht, warum es das tut. Soll es nicht tun. Ich wackel hier mal alle 5 Minuten mein Rabu. Ja, Rails war schon ein großer Fortschritt und dann kamen irgendwie die ganzen Nörgler und sagten, Rails, das ist ja alles viel zu groß, viel zu bloatig und haben eines der ersten sogenannten Micro-Frameworks entwickelt. Das nannte sich Sinatra, das ist auch in Ruby geschrieben und wird auch heute noch weit verwendet. Und wenn man mal in anderen Sprachen schaut, was für Web-Frameworks da so implementiert sind, sowas wie Python, Bottle und Flask, dann geht es eigentlich immer auf die Sinatra-Ding zurück, soweit wir kann. Was ist denn jetzt eigentlich so ein Micro-Framework? Ein Micro-Framework ist eine, meiner Meinung nach, sehr dünne Schicht um HTTP außen. Im Normalfall tut es genau das Folgende, es kriegt eine HTTP-Request übergeben, es wandelt das Ganze in eine Struktur in der Programmiersprache, in der wir uns gerade bewegen. In Python wird es ein Objekt, in Perl ist es so manchmal auch ein Objekt, nicht immer. In Clojure ist es eine Map und das war's. Und dann schreibt man da seinen Code rein, der kriegt im Normalfall diesen Request übergeben, kann dann Dinge damit tun und liefert ein Response-Objekt zurück. Und damit man das nicht für jedes Micro-Framework selber schreiben muss, gibt es diese Geschichten hier. Also es nennt sich in Python, nennt sich WSGI, Python Web Server Gateway Interface. In Perl nennt es sich PSGI, Perl Web Server Gateway Interface. In Ruby heißt es RAC, glaube ich. Und in Clojure heißt es halt eben Ring. Das tut eben im Prinzip genau diesen Teil. Es sagt, wie das im Prinzip das Interface zum Webserver, das heißt, wie hat der Request und wie hat die Response auszusehen. Das ist da drin im Normalfall integriert. Im Request und in der Response sind eigentlich die ganzen Informationen drin, die die Web-App so bekommt und ausliefert. Da sind dann teilweise Sessions mit drin, Cookies sind mit drin, wohin geht der User und so weiter. Dann gibt es noch das, was ich mal unter Convenience-Features zusammenfassen würde. Das braucht man nicht zwingend, das macht aber das Leben ungemein einfach. Das ist sowas wie Routing, was heißt, dass ich sagen kann, wenn jemand auf /login auf meiner Webseite geht, dass dieser Code ausgeführt wird und wenn man jemand auf /users geht, dass dann anderer Code ausgeführt wird. Das ist Routing. Da werden wir nachher in meiner Meinung nach ein außerordentlich schönes Beispiel zu sehen. Viele Micro-Frameworks bringen noch irgendwie eine Templating-Engine mit, wobei das in vielen Fällen austauschbar ist. Also zum Beispiel Dancer, das ist ein bekanntes Micro-Framework in Perl, da kann ich meine Templating-Engine halt reinstecken, die ich gerade haben möchte. Manche bringen noch so ein bisschen Debugging und Error-Handling mit, größere irgendwie noch Datenbank-Abstraktionen und vieles, vieles, vieles mehr. Es gibt zum Beispiel Django, ist ganz bekannt, das ist halt so eine Sache, da machst du einmal ein Django-Projekt, dann hast du alles dabei. Von deiner Datenbank-Abstraktion über deine Templating-Engine ist halt einmal alles, was du für Web brauchst, ein Paket. So. Was ich euch jetzt mal noch zeigen wollte als Beispiel, wie das im Code aussehen kann, ist ein Beispiel in PSGI geschrieben. Ist einfach nur eine kleine Hello World-App. Nichts Besonderes. So, wo bin ich? Nein, da bin ich. Da möchte ich. So. Also. PSGI, Perl Code. Was wir sehen, ist das Folgende. Es gibt eine Variable, die heißt App. Da steckt die ganze Web-App drin. Diese Variable ist eine Funktion. Und was diese Funktion macht, die bekommt einen Parameter übergeben, den wir hier jetzt env nennen. Env ist ein bisschen blöder Name. Das ist eigentlich der Request. Das ist der Request, das Environment und alles, was dieses ganze Plug nennt sich,
nennt sich das Tool, was das dann ausführt, darum baut. Und was es tut, ist, es gibt ein Array zurück und da steht einmal der Return Code drin, in diesem Fall 200, das hat alles funktioniert. Danach stehen die Header drin, auch hier als Array, also hier haben wir den Content Type Header und der ist Text HTML. Und danach kommt der Body und der ist halt in diesem Fall einfach Hello World in K1. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze dann aussieht, wenn man das ausführt. Moment. Hier gibt es ein Tool, das nennt sich PlugUp. Was das Ding tut, ist, es startet einen Webserver, nimmt die Applikation in den PSGI-File und führt das Ganze aus. So, sieht man auch hier, HTTP-Server PSGI, das ist halt so ein HTTP-Server, der ist in Perl geschrieben und der lauscht jetzt auf dieser URL hier und möchte uns jetzt Hello World sagen. Und wenn wir das Ganze aufmachen, dann sehen wir hier einmal unser Hello World. Was ich auch noch gemacht habe, ist einmal diesen ganzen Request hier rauszudumpen. Das sieht man hier, printDumper.env gibt den ganzen Request aus. Und da wollen wir jetzt vielleicht mal kurz drauf schauen. Es ist eigentlich relativ straightforward zu lesen. Man sieht hier irgendwie, es ist eine Map. Da gibt es sowas wie, was ist denn da das wirklich Interessante? Sowas wie Server Protocol. Das ist zum Beispiel HTTP 1.1, das haben wir vorher in unserem Beispiel gesehen. Dann gibt es hier irgendwie HTTP Host. Okay, ist irgendwie 0.5000, was heißt Localhost Port 5000. Remote Other, also von wo kam der Request? Der kam jetzt von Localhost. Remote Port ist halt irgendwie ein Port, der da reinkommt. Und das ist im Prinzip unser Hello World Request. Was hier noch kommt, das tut der Firefox. Ist das das Pfaff-Icon? Der sucht noch nach einem Pfaff-Icon, das er gerne haben möchte. Ist da nicht, wo ist denn hier Location? Bitte? Ja, hier, Request UI. Hier versucht er das Pfaff-Icon für die Seite abzuholen, findet es aber nicht. Und hier macht er auch nochmal. Ah, hier versucht das nochmal, weil. Macht er halt. Nee, nochmal, weil er was bekommen hat, was nicht wie ein Pfaff-Icon aussieht. Warum ist das der Fall? Naja, wenn unsere Web-Applikation einfach auf jeden Request sagt, hey, und dann macht Firefox das offensichtlich zweimal, weil man weiß ja nie so recht. Man sieht auch hier unten so HTTP Accept, was hätte der Client denn jetzt eigentlich gerne da gehabt. Das ist nicht so ganz das, was wir ihm gegeben haben. Ja, und so funktioniert das mit dem Internet und mit dem Facebook. Facebook tut auch exakt nichts anderes. Es kriegt einen Request rein und dann tut es irgendwas und gibt einen Request raus. Das ist auch nicht sonderlich magisch. Meine Ansicht zur Webentwicklung ist ja immer, na gut, das ist halt irgendwie so ein bisschen GUI und eine Datenbank. Und in nahezu allen Fällen ist es so ein bisschen GUI und eine Datenbank, außer es skaliert irgendwie halt ein bisschen größer, wie so Firmen mit mehreren O's im Namen oder Gesichtsbücher oder so. Das wird dann halt schon ein bisschen größer. Und ein bisschen kleiner, wenn es keine Datenbank. Bitte? Und ein bisschen kleiner, wenn es keine Datenbank. Ein bisschen kleiner, dann gibt es keine Datenbank, das ist natürlich auch wahr. Wobei eigentlich das, also die meiste Websoftware ist halt irgendwie ein Ding, was HTML rendert, ein Ding, was Dinge aus einer Datenbank rausholt und dann irgendwie ein bisschen Logik, die versucht zu verstehen, was der User jetzt gerne von der Web-App hätte. Das war so eines der, das ist glaube ich so die Low-Level-artigste Art, nach, ich mache meinen Socket selber auf und schreibe da meine Daten selber auf, in Perl Web Programmierung zu machen. Das macht, glaube ich, niemand so. Das ist im Normalfall, darin werden dann Web-Frameworks geschrieben. Was heißt, ihr wollt euer eigenes Web-Framework bauen, dann macht ihr das in PSGI und seid das dann zu kompatibel. Ich wollte euch noch ein anderes Beispiel dafür zeigen, in einer anderen, etwas schöneren Sprache als Perl, yes, wo wir dann auch mal so reinschauen können, wie das denn alles funktioniert mit der Maschine. Wer weiß alles nicht, was ein Java-Surflet ist? Hände hoch. Okay, ein Surflet ist ein Objekt. Verdrängt. Ein Surflet ist ein Objekt, was Folgendes tut. Es nimmt eine Surflet-Request an und gibt eine Surflet-Response aus. Dann gibt es davon die Geschmacksrichtung HTTP-Surflet. Die kriegt einen HTTP-Surflet-Request und gibt einen HTTP-Surflet-Response aus.
Ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich zu Request und Response in diesem Fall einfach dazu passt. Es ist die Art und Weise, wie man Web-Applikationen in Java schreibt. Man implementiert halt irgendwie diese Klasse HTTP-Servlet und nimmt dann so eine Servlet-Request an und gibt so eine Servlet-Response dann aus. So. Das, glaube ich, zeige ich am besten im grafischen Editor. Machen wir das mal. Cloud. Nein, nicht Bewerbungsunterlagen. Vorträge, Webentwicklung. Auch die sind relativ unspektakulär. Also, in Clojure gibt es ein Tool, also Clojure ist ein Lisp in der Java Virtual Machine. Da gibt es eine Library für die, nennt sich Ring. Und Ring heißt die deshalb, weil wenn man so ein Diagramm malt, wo die Web-Applikation in der Mitte ist und der Request so reinkommt und die Response so rauskommt, weil das dann so einen Ring bildet. Das ist nicht toll. Gut. Also ich habe eine Applikation, ich habe hier ein Programm gebaut, das nennt sich Ring Example und es hat im Namespace ringExample.core eine Funktion, defn, define function und die Funktion heißt WebApp und die kriegt einen Parameter, der nennt sich Request. An sich ist das ja das keine Magie. Was gibt die aus? Das, was da in geschweiften Klammern steht, das ist der Return-Value. Muss man in dem Fall keinen Return dazu schreiben, weil das ist eine funktionale Sprache. Ich glaube, die können das alle, dass einfach der letzte Wert halt der Return-Wert ist. In diesem Fall ist das mit geschweiften Klammern eine Hash-Map. Und das, was hier so Doppelpunkte vorne dran hat, das sind halt die Keys der Hash-Map. Da gibt es einen Key, der heißt der Status und hat den Wert 200. Und dann gibt es hier so Headers, das haben wir auch schon mal gesehen. Headers ist wiederum eine Map, da steht so Content Type und so Text HTML. Und dann im Body steht Hello World. Und das war es eigentlich, was man braucht, um Webprogrammierung in Clojure zu machen. Wenn das Ganze jetzt einmal ausführt. Ring Example. Machen wir das mal in der dynamischen Entwicklungsumgebung. Hier verschiedene Dinge. Also use benutzt, importiert irgendwie Symbole aus anderen Namespaces und in diesem Fall gibt es etwas, das nennt sich Ring Adapter Jetty. Jetty ist ein Webserver, ein Java Webserver. Den holen wir uns jetzt mal rein. Dann holen wir uns unsere Web-App rein, also Ring Example Core ist unser Namespace. Was ich jetzt sagen kann, dass die eine Funktion in diesem Namespace hier, die nennt sich Run Jetty. Das heißt, lass den Webserver laufen, die Web-App, die du laufen lassen sollst, heißt Web-App und der Port war mal irgendwie 3000. So, und jetzt haben wir unseren Webserver und das Ding horcht jetzt auf Localhost 3000. Und wir bekommen unser Hello World. Da gibt es jetzt noch keine schöne Ausgabe. Die interessante Frage ist eigentlich, was tut dieses Run-Jetty? Weil da steckt eigentlich die ganze Magie von dem Ding. Nein? Aha. Ich habe noch keinen Inferior Lisp gestartet. Einen Moment. Danke. So, dann laden wir nochmal die Datei. Das ist jetzt geladen. Sollte eigentlich relativ schnell. Das wollte ich gar nicht. So. Jetzt können wir auch hier mit reinschreiben. Run Jetty Web App. So, und jetzt können wir da hinspringen. Nein, können wir nicht. Es fehlen noch die Imports. Ach, manchmal. Das war so nicht wahr. Hauro, sag mir, wenn ich mich jetzt irgendwie doof vertippe. Ich bin bei der Syntax nicht ganz sicher. Ja, eben. Ich auch nicht. Ach, fuck, ich hasse es. Ich muss gerade mal in dem Ding. Was ich eigentlich hier schreibe. Schreibst du die Sprache nicht quasi beruflich? Ja, aber ich schreibe so selten Use-Deklarationen. So soll das aussehen. Das lasse ich mir eigentlich immer generieren. Eigentlich sollte das tun. Ja, das ist wahrscheinlich so.
Das ist doch eben, das ist, das, nein. Was du gerade kopiert hast, war jedes Ding einzeln in dem eckigen Klammerpärchen eingesperrt. Ah, ich weiß, ja, erstens das und zweitens, ach, ich bin doof. Ich habe gerade versucht, den Namespace in den Namespace zu importieren und das geht natürlich schief und dann mag er das nicht und dann schreit er und es wird alles rot und es verfärbt sich. Okay, also das Interessante ist eigentlich herauszufinden, was RunJetty tut. RunJetty tut Folgendes. Es gibt erstmal einen, also das mit dem Axon-Circumflex vorne dran, das ist ein Type-Hint. Axon-Circumflex. Das Hütchen. Das Hütchen. Genau, Jackie, das Hütchen. Und der Gartenzaun. Das ist ein Type-Hint, das heißt, da wird etwas vom Typ Server zurückgegeben. Und das Interessante, was hier eigentlich passiert ist, ist folgende: Hier wird irgendwie ein Server hergestellt, da wird irgendwie aus irgendwelchen Gründen der Konfigurator ausgenommen und der tatsächlich spannende Teil ist dieser hier, Set-Handler, das ist, also der Handler ist in diesem Fall das, was die Requests annimmt und tatsächlich was damit tut. Und dann gibt es hier eine Funktion, die heißt Proxy-Handler und dann gibt es da den tatsächlichen Handler. Was Proxy-Handler tut, ist folgendes. Das tut im Prinzip genau das, was ich die ganze Zeit erzähle. Also es ist irgendwie ein, stören wir uns nicht, da meine ich daran, an der Syntax, die hier steht, passiert das folgende, es gibt eine Request-Map, da steht der Request drin, die kommt aus Servlet-Build-Request-Map, da kommt der Request rein, das ist hier unser Parameter, hier kommt der Request rein, dann haben wir hier den Request, der wird in eine Request-Map umgewandelt, die merken wir uns, und dann gibt es eine Response-Map, die kommt dadurch zustande, dass wir den Händler auf die Request-Map anmelden. Was heißt, es ist eigentlich nur benutze Programm mit Input und baue Output. Und wenn du halt irgendwie eine Response Map, wenn da was bei rauskam, dann machst du Update Servlet Response, das heißt, du schreibst es dann wieder zurück in dieses Servlet rein und dann schreibt er dann die Response rein und die Response Map und dann sagt er, das habe ich jetzt gemacht, das ist dieses Set Handle Flag an dieser Stelle. Das ist eigentlich alles, was an dieser Stelle passiert. Ihr bemerkt auch, dass dieses File ist mit 106 Zeilen irgendwie ziemlich kurz. Und das meiste sind solche Dinge wie SSL-Connector und SSL-Context-Factory. Da sieht man so ein bisschen den Java-Kontext, aus dem das kommt. Und das Ganze, die ganze Magie passiert eigentlich an genau dieser Stelle. Es kommt ein Request rein, es geht was raus. Und so schreiben wir eigentlich unsere Web-Apps in allen Sprachen. Kommt der Teil, den ich nicht gut vorbereitet habe. Ich wollte euch einfach mal so einen kleinen Hint geben, wie man in so einem modernen Web-Framework Dinge programmieren kann. Und das Problem ist, Clojure hat, oder was heißt das Problem? In Clojure gibt es kein so wirkliches Web-Framework, wie jetzt zum Beispiel Django. Es gibt verschiedene Teile, die sich um alles Mögliche kümmern. Es gibt irgendwie Composure, das ist eine Library, um Routen zu bauen. Es gibt irgendwie Ring, das sehr gut mit Composure zusammenarbeitet, was dann halt die von Composure erzeugte App nimmt und halt weiterverwendet. Es gibt Hiccup, das macht HTML-Templating. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir einfach mal bleiben. Was ich gerne machen möchte, ist eine Web-App einfach kurz programmieren, die in der URL einen Parameter entgegennimmt und dann halt sagt, hallo, als Beispiel. Nein, da will ich nicht hin. Ich möchte das in Code schreiben. Bitte? Was liebst du? Deutsches Wasser. Deutsches Wasser. Und deutschen Wein und. Nein, lass mich. Line New Composure. CMP Example. So, das Schöne an Clojure Build Tools ist, dass sie Templates enthalten können. Was heißt, ich muss mir jetzt nicht merken, welche Module ich alle importieren muss, um eine Standard-Composure-App zu bekommen. Nein, das will ich alles nicht. Das will ich auch nicht. Das möchte ich. Source, das war Handler. Genau. Das Langweilige ist, dass das Template enthält schon nahezu die ganze
Also man sieht hier, es gibt verschiedene Dinge, die uns jetzt bekannt vorkommen sollten. Erstmal gibt es hier irgendwie so eine App und dann gibt es ein Handler-Site. Okay. Dann gibt es App-Routes. Aha, das sind irgendwie Routen in unserer Web-App. Was ist eine Route? Naja, gut, das ist irgendwie eine URL, unter der irgendwas erreichbar ist. Das heißt, wenn ich diese Web-App jetzt unter Slash frage, gib mir doch mal irgendwas, dann kriege ich halt Hallo Welt zurück. Und wenn ich irgendwo anders was frage, das ist dieses Route not found hier, dann kriege ich halt ein not found zurück. Cool, das können wir ja gerade mal probieren. Was macht das Resources? Das Resources macht das aus deinem Resources-Verzeichnis, wenn du zum Beispiel CSS da drin hast. Also Resources ist standardmäßig der Webroute der Web-App. Resources Public. Und wenn du da jetzt zum Beispiel CSS und ein Stylesheet da drin liegen hast, dann kannst du darauf verlinken und der kriegt das direkt mit. Das ist das, was Root Resources tut. Ich wollte einen Jetty haben. Jetty, das ist doch hier. Nein. Ring.adapter.jetty, richtig. Und Harry. Nein, das will ich nicht. Das will ich. Starten wir gerade mal ein REPL, damit wir da unsere Web-App auch einfach schnell starten können. Ah, diese JVM-Startup-Zeit. Ich krieg die Katze. Was? Ja, leck mich. Eine Sekunde, ich muss kurz rausfinden, was ich denn noch importieren muss, damit das Ganze tut. Da sind es, genau. Diese Dependency brauche ich noch. Ja. So. Da hat noch eine Dependency gefehlt, sonst, damit er das mitkriegt. Ja. Also jetzt, bitte. Sehr schön. Also, wir katapultieren uns jetzt mal in den richtigen Namespace, das ist das, was in NS tut, in Namespace. Und dann sagen wir mal Run Jetty, die Applikation, Port 3000. So, jetzt sollte das Ganze laufen. Also erstmal kriegen wir jetzt hier wieder Hello World zurück, was naja, jetzt relativ unmöglich ist. Was wir eigentlich tun wollen, ist eine Web-App schreiben, die einen Parameter entgegennimmt, und zwar in der URL, und dann uns unseren Namen zurückgibt. Das macht man im Normalfall, also es gibt für diese Routen im Normalfall eine Syntax, die sieht so aus, Doppelpunkt Name bedeutet, hier ist ein Parameter, und der heißt, wenn du das Ganze auseinandergebaut hast, Name. Den können wir hier auch reinschreiben. Get möchte ich darauf hinweisen, ist halt einfach auch hier nur eine Funktion, die am Ende diese Route zusammenbaut. Okay, was heißt, wenn wir jetzt ein Slash und dann irgendwie einen Parameter da drin haben, dann kriegt er den und den möchten wir jetzt hier gerne noch mit reinbauen in unseren Text. Da brauchen wir hier einmal die String-Funktion. Die String-Funktion in Clojure klebt einfach Dinge aneinander und macht einen String raus. Genau, einmal das File laden. Einmal das ganze Ding nochmal laufen lassen und er sagt etwas already used. Weißt du, wie ich den Jetty killen kann? Okay. Darf es nicht irgendwie Jetty töten? Kill all Jetty, ja, wunderbar. Aber das Problem ist, dass da. Sind wir einfach 3001. Stimmt. Ja, das macht absolut Sinn. Nein, es ergibt Also 3001 und mein Name ist Andreas und jetzt kriegen wir da Hallo Andreas. Was da im Endeffekt passiert, ist jetzt das Folgende. Er erkennt, da kommt ein Ding mit einer Location rein, also dieser Location-Header, wo der Pfad für die Anfrage drin steht, findet jetzt heraus, dass diese obere Route da matcht, weil es irgendwie den Slash und dann halt irgendwas enthält und führt halt den Code hinten dran einfach aus. Ja. Vielleicht noch einmal kurz
zur Magie, was tut eigentlich dieser Code hier? Dieser Handler Site ist das, was wir, das haben wir noch nicht gesehen, das enthält sogenannte Middlewares. Kann man hier lesen, was das tut? Es macht irgendwie Wrap Session, Wrap Flash, Wrap Cookies, Wrap Params und so weiter und so fort. Wrap Params ist die Mittel, ist ein, ja, im Prinzip eine Funktion, die, die zwischen dem Request und unserem Code liegt, deshalb eine Middleware. Die redet irgendwie einmal mit der Request-Seite, einmal mit unserem Code. Was die tut, ist, die popelt da die Parameter für die Route raus und gibt uns die in diesem schönen Array. Und wenn wir irgendwie Parameter nesten würden, also ineinander verschachteln, dann gäbe es da auch eine Middleware für. Wenn wir Parameter mit einem Keyword vorne dran hätten, dann gibt es da Wrap-Keyword-Params. So eine Middleware ist super einfach zu schreiben. Schauen wir mal, ob hier eine drin ist. Nein, hier ist keine drin. Dann schauen wir uns doch mal. Schauen wir uns mal Wrap Session an, weil das ist eigentlich, das ist super trivial. Was diese Funktion tut, ist, die bekommt den Handler übergeben. Handler ist unsere Web-App tatsächlich. Und was die hier ausführt, ist halt Wrap Session Handler und dann die Cache. Und wenn es irgendwelche Optionen gibt, dann setzt es die halt noch. Ja, genau, dann setzt es hier die halt mit leeren Optionen. Das Interessante ist eigentlich genau dieser Teil hier, dieser Let-Block hier. Let New Request, Session Request und so weiter und so fort. Also hier wird irgendwie die Session gebaut, verwaltet und so weiter. Das Ganze verändert den Request, deshalb merken wir uns das als New Request und wenden unsere Web-App auf den neuen Request an. Und gut, dann gibt es halt eben noch diesen Session-Response-Teil. Das heißt, erst wird der neue Request erzeugt, dann wird unsere Web-App auf den Input angewendet und dann wird mit der Response, die da tatsächlich rauskommt, halt noch irgendwas gemacht. Und das ist eigentlich ein Konzept, was man überall in diesen ganzen Web-Frameworks findet, dass man einfache kleine Middlewares hat, zum Beispiel für Logging, wenn man sehen möchte, wo fängt ein Request an, was tut das Ding und wo spuckt es den Request wieder aus, was spuckt es dann am Ende aus, welche Parameter kommen rein als Debug-Output, schreibe ich mir eine Middleware, die halt sich den Request nimmt und da dann die Parameter rausliest, den Debug-Log schreibt und weiterreicht. Es gibt noch die Varianten, dass sowas automatisch das HTML parst und Cross-Site-Scripting dir rausmodelt. Gibt es auch. Man kann die verrücktesten Dinge damit machen, wenn man das möchte. Aber im Prinzip, was so eine Middleware tut, ist, es gibt eine Funktion zurück. FN in diesem Fall ist eine anonyme Funktion, die kriegt einen Request übergeben und tut irgendwas damit und ruft hoffentlich irgendwann mal die Web-App auf, die man geschrieben hat. So viel zum Thema. Was sind eigentlich Microframeworks? Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Das mit dem kleinen Beispiel ist auch ganz gut gegangen. Das mit dem Templating habe ich jetzt weggelassen. Das ist, glaube ich, einfach relativ einfach, ist, sich vorzustellen, wie man irgendwie in HTML, man hat halt irgendwie HTML und dann füllt man Placeholder aus oder klebt das halt irgendwie zusammen. Das ist, glaube ich, nicht der interessante Teil. Das Wichtige, was man eigentlich mitgenommen haben sollte an dieser Stelle, ist, die ganze Webprogrammierung ist eigentlich ein triviales Problem. Benutze Web-App mit Input. Und das zu bauen ist eigentlich auch nicht so wirklich schwierig. Ja, gibt's Fragen?